Ab in den Fahrstuhl, gleich wird wieder geladen. Ey, das sieht so grandios aus, das Spiel. Und schon jetzt der Zynismus vom Anfang. Es ist... Ich liebe diesen Zynismus. Ich liebe ihn einfach. Es ist... Wenn Sie mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Genau das meine ich. Diese Kommentare sind sowas von göttlich. Ohne Spaß. So, Aufgabe Nummer 5. Da gehen wir mal hier durch die... okay, mein Fehler. Hier durch. Wow. Da sind wir durchgeflogen. Wir müssen hier irgendwas draufstellen. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Da fällt der Kubus raus. Das ist schon mal gut. Und wenn wir zu dem Kubus hinwollen, dann dürfen wir nämlich mal dann nicht in dieses Wasser rein. Sonst sterben wir. Also, ich probiere jetzt einfach mal was. Nee, das kann ich glaube ich noch nicht so machen. Wie kommen wir dahinter? Wir können uns das Portal nicht hier auf den Boden setzen. Dafür... können wir das hier hoch machen? Ja, aber das bringt uns nicht sonderlich viel. Wenn wir nun... Da können wir nichts hinbauen. Aber... Ah ja, okay. Da können wir das Portal hinsetzen. Ich dachte, da können wir es nicht hinsetzen. Aber das geht wohl. Jetzt stellen wir diesen Kubus hier drauf. Und was passiert? Hier können wir hoch. Dann... haben wir hier einen weiteren. Ich würde mal sagen, wenn wir hier drauf gehen, geht die Tür auf. Wenn wir hinunter gehen, geht die Tür zu. Das ist nicht gut. Wir brauchen einen weiteren Kubus. Okay. Das hat jetzt was gebracht? Hier kommt ein weiterer Kubus hinaus. Und da hätte ich eventuell ein Portal hinstellen sollen. Komm schon. Ach, okay. Komm hinaus. Und jetzt, stell dich auf. Perfekt. Geht doch. Oh Mann. Kubus hier draufstellen. Sehr gut. Zack. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Na, danke, das beruhigt mich. Wir sind aber im Moment ja zum Glück nicht in einer apokalyptischen Begebenheit. Ja. Wieso fahren wir immer weiter nach unten? Ich will raus hier! Es gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten? Ey, wenn ich mir das jetzt schon mal vorstelle, dass die physikalischen Gesetze nicht mehr gelten würden. Haha, man kann immer noch die Überwachungskameras hinauspacken. Aber erstmal müssen wir hier oben raus. Und da irgendwie hoch. Aber nein, wir haben ja so ein blödes Portal hier. Kann ich hier unten ein Portal ansetzen? Jo, kann ich. Dann lass mich mal da durch. Geht doch. So, dann packen wir hier unten den Kubus hinaus. Ach, den müssen wir mitnehmen. So, du Kubus, du. Perfekt! Und da springen wir hinterher, schnappen uns den Kubus, setzen hier drauf und wir haben es mal wieder geschafft. Sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Na, danke. Was wir gemacht haben, wir haben ausgenutzt, dass wir schnell werden, wenn wir runterfallen, um dann möglichst schnell hier oben wieder rauszukommen. Und auf die Art haben wir uns hier hochkatapultiert. Hooray. Gehen wir weiter. Eine Wand. Und ich habe das Gefühl, dass das hier wiederum eine Sprungaufgabe wird. Boah, das wird cool. Diesmal können wir die Stelle, wo wir austreten, festlegen. Ich würde mal sagen, wir springen dahinter. Denn hier oben lang springen sehe ich jetzt keinen größeren Sinn. Und ansonsten wüsste ich nicht, wo wir das Portal noch hinmachen sollen. Also, hopp, hopp. Rein da. Und da sind wir. Mit dem Kubus. Und diesen Kubus können wir... wohin platzieren? Den müssen wir dahinter bringen irgendwie. Da können wir aber nichts hinbauen.
Das heißt, wir schnappen uns hier oben ein Portal hin. Oder ich würde mal sagen, hier zur Seite, denn da ragt ein bisschen mehr nach vorne. Und wir nehmen diesen Kubus und hüpfen erneut nach unten. Hurra! Ich muss ihn erstmal reinfallen lassen, sodass er da reinpasst. Das war äußerst unklug. Ich wollte eigentlich nebendran landen. Komm schon, lass mich. Hier. Neben. Nein, ich kann in der Luft nicht mehr wegsteuern. So, jetzt hier am Rand runterhüpfen, bitte. Danke sehr, danke. So, gehen wir hier hindurch. Ja, perfekt. Wenn ich jetzt hier den Kubus fallen lasse, fällt er dann durch das Portal? Das tut er allerdings. Hurra! Und nun haben wir den Kubus hier. Und ich habe das Gefühl, als können wir dieses Glas irgendwie nicht zerschlagen. Komm schon. Ach, hier können wir durch. Okay. Sorry, Leute. Mein Fehler. Wir können hier durch. Aber ich muss natürlich mit dem Kopf durch die Wand. Wie immer. Nun haben wir da oben eine Plattform. Das heißt, wir setzen unser Portal genau dahin, wo wir auf die Plattform springen können. Und begeben uns erstmal normal hinaus. Hüpfen dann von der größtmöglichen Höhe in dieses Portal hinein, um auf der Plattform zu landen. So weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. So, dafür sind die Tests also geeignet. Weil die Zivilisation weg ist, wird getestet, wer es kann. Aber okay, ich glaube, ich bin nicht fähig genug. Lass mich zurück, los! Ladebildschirm. Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Super, was bringen mir jetzt Fragen und Einwände? Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Wo? Wo? Da. Hallo. Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens halt so die Klappe. Gut gemacht. Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschal, ey. Was kann ich dafür, wenn da steht, dass ich rede, wenn ich Space drücke, du? Okay, blöde Kugel. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Los, krepier. Zwei. Krepiere. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also ich fange ihn ganz sicher nicht auf. Nachdenken. Also, ganz sicher nicht. Bei eins. Bereit? Sagt, ich habe einen Hirnschaden. Au. Tja, Pech gehabt. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand. So ein Glück. Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Da soll ich dich anschließen, okay. Ja, wenn das mich genauso das beeindruckt wie der Anfang, dann. Im Ernst jetzt. Kannst du dich kurz umdrehen? Ja, ich drehe mich kurz um. Okay, dreh dich wieder um. Geheimtür, die hab ich. Wieso sollte ich mich jetzt umdrehen? Heb mich hoch. Wow, Glückwunsch. Hier. Und los geht's. Glückwunsch, dass du die Geheimtür aufgemacht hast, nein. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten, wir folgen der Schiene. Super Idee. Oh, am besten, wir folgen... Hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Nicht in die Augen gucken. Weiter. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wo geht das denn hier hin? Ja, okay. Es geht zum Ladebildschirm. Das beantwortet meine Frage. Aperture Laboratories. Und da oben steht eine schöne, schöne 2. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Wenn sie lebt. Ich habe das Gefühl, dass er über einen gewissen Roboter spricht. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Ich will hier nicht rein. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben.
Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Schon ziemlich heruntergekommen mittlerweile. Jeder, der Portal 1 kennt, das hier war... Ich weiß nicht, ob ich jetzt viel Spoiler damit, aber das hier war der Endboss von Portal 1. Den wir in seinen einzelnen Persönlichkeitselementen nach und nach in die Verbrennungsanlage geworfen haben. Und mit seinen eigenen Raketen beschossen haben. Die Portal Gun hat schon Stil. Aber... Der scheint wohl jetzt aus zu sein. Na okay, wer die Trailer von Portal 2 gesehen hat, der lässt sich hier dadurch jetzt nicht mehr überraschen, aber ich sag mal nix. Da ist eine Verbrennungsanlage. In diese Löcher haben wir Persönlichkeitskugeln, die so ähnlich aussehen wie unser Kollege hier. Ich würde dich da gerne reinschmeißen übrigens. Nach und nach hier reingeworfen und sie nach und nach zerstört. Ja, ja. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl... Idiot, du hast gesagt, spring. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Das nächste Mal lasse ich dich los. So. Das, ohne Witz, das nächste Mal werfe ich ihn wirklich erstmal alleine runter. So. Entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Schon wieder runtergesehen. Wieso nicht? Egal, schauen wir halt nach unten. Wird das schon passen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu sehen. Ich kann ihn gar nicht loslassen. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Okay. Wetten wir, der macht irgendwas so Dummes. So sprache Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Du bist nicht wohl okay, Gott. Solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich habe sich hart, langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh, oh. Das war definitiv keine gute Idee. Okay, Idiot. Keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Idiot. Du bist so ein Idiot. Das habe ich dich nicht runtergeworfen. Brutforce-Angriff. Ein Versuch alle 10 Sekunden. Aufhören. Schneller. Nein, warte. Hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-Up abgeschlossen. Na schön, na schön. Neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Ich hab nichts getan. Hilfe. Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein. Hilfe! Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Roboter auch. Liebe, du Monster. Ist der jetzt tot? Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Hilfe? Errungenschaft freigeschaltet, du Monster. Hammer. Und ist die Kugel jetzt wirklich tot? Ich habe das nicht so gemeint mit dem Umbringen. Ich will jemanden haben, mit dem ich reden kann. Hilfe. Wo falle ich denn hier hinunter? Das ist definitiv nicht der Fluchtweg. Hilfe!